Herzlich willkommen und schön, dass Sie zu SLS Mittagsfernsehen eingeschaltet haben. Heute im Studio Julina Dahl und Franziska Holzfeind. Unser heutiges Thema ist das Rauchen. Das präsentiert die 8D der Siegfried-Lenz-Schule. Und jetzt geht's los. Herzlich willkommen zu unserer Show. Das heutige Thema ist das Rauchen. Mit dabei Julina. Hallo Franziska. Hallo. Und im Außenreport Nele und Laura. So, Franzi, wie findest du eigentlich das Thema Rauchen? Ich finde, das ist ein sehr komplexes Thema, aber ich glaube, nach der Show wissen wir mehr darüber. Ja, das sehe ich genauso. Nach der Show wissen wir mehr darüber. Und jetzt schalten wir zu Nele und Laura in den Außenreport. Hallo, eine Gruppe hat Umfragen durchgeführt im Jahrgang von 7 bis 10 in der Siegfried-Lenz-Schule Handewitt. Laut einer Studie der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung nimmt das Rauchverhalten bei Jugendlichen jährlich ab. Waren es 1997 noch um die 28% der Jugendlichen, die geraucht haben, sind es 2015 nur noch um die 8%. Diese Entwicklung ist total erfreulich, aber jeder Raucher ist einer zu viel. Uns hat interessiert, wie das Rauchverhalten von den Jugendlichen unserer Schule ist. Deswegen haben wir eine eigene Untersuchung vorgenommen und jeweils zwei Klassen aus den Jahrgängen 7 bis 10 hierzu befragt. Im Folgenden präsentieren wir die Ergebnisse. Insgesamt haben wir 133 Schülerinnen und Schüler befragt. Im Diagramm ist die Farbe blau für Ja. In den Jahrgängen 7, 8 und 9 rauchen weniger als in Jahrgang 10. Die meisten fangen mit dem Rauchen an, weil sie zu den Coolen gehören wollen oder wegen Gruppenzwang. Die Älteren rauchen meist auch wegen Stress. In Jahrgang 10 raucht nahezu die Hälfte der befragten Schüler. In der Familie rauchen nicht nur die Eltern, sondern auch andere Familienmitglieder. Die Raucher aus den Familien können ein schlechtes Vorbild für die Jugendlichen sein, weil sie denken, es ist harmlos und kann dann gar nicht so gefährlich sein. Als nächstes haben wir uns dafür interessiert, ob Jugendliche auch zur E-Zigarette greifen. Das E bei E-Zigarette steht für elektrische Zigarette. Das ist ein Gerät, was in den meisten Fällen elektrisch eine Flüssigkeit, das sogenannte Liquid, zum Verdampfen bringt. Der dabei entstehende Nassdampf wird vom Konsumenten inhaliert oder gepafft. Im Unterschied zur herkömmlichen Zigarette findet kein Verbrennungsprozess statt. Jahrgang 7 bis 9 haben teilweise E-Zigarette geraucht. In Jahrgang 10 raucht die Hälfte aller befragten Jugendlichen E-Zigarette. Dieser neue Trend des E-Zigarettenrauchens ist nach unseren Befragungsergebnissen sehr angesagt. Auch die Wasserpfeife ist sehr angesagt, die sogenannte Shisha. In der Shisha wird meist Tabak mit Fruchtaroma oder ähnlichen Geschmacksrichtungen geraucht. Der Rauch wird hier zunächst durch ein mit Wasser befülltes Gefäß, die sogenannte Bowl, gezogen. Dadurch wird der Rauch gekühlt. Man sollte aber nicht denken, dass Shisha-Rauchen gesünder ist als eine normale Zigarette. Die wenigsten der befragten Jugendlichen finden Rauchen cool. Sie fangen damit aus Neugier an, aus Gruppenzwang oder um erwachsener zu wirken. Und später können sie dann nicht mehr so einfach aufhören zu rauchen, weil sie dann bereits süchtig geworden sind. Das waren aber interessante Ergebnisse. Und jetzt zurück ins Studio. Ja, und jetzt kommt ein Spezialgast. Genau, wir konnten sie für diese Show für uns gewinnen. Begrüßen Sie bei uns Frau Asmussen. Hallo, schön Sie zu sehen. Hallo, gleichfalls. Danke, dass Sie gekommen sind. Ja, sehr gerne, dass Sie mich eingeladen haben. Ja. Mögen Sie erzählen, was Sie machen und wer Sie genau sind? Ja, gerne. Ich komme vom Suchthilfezentrum in Flensburg, das ist im Südergraben. Da führen wir unter anderem Beratung durch. Ich jetzt persönlich mache keine Beratung. Ich arbeite nebenbei aber auch noch in der Straßenstube, also in der Straßensozialarbeit, arbeite mit den Leuten typisch vom Südermarkt jetzt auch zusammen und mache die Schulprävention an den Berufsschulen. Das heißt, ich kläre die über Sucht und Drogen auf. So, wir haben noch mal ein paar Fragen rausgesucht, welche unsere Zuschauer gern wissen möchten. Ja, genau. Gerne. Die erste Frage wäre zum Beispiel, warum macht Rauchen eigentlich so süchtig? Rauchen macht aus dem Grund so süchtig, weil man das schnell aufnimmt und das schnell in die Blutbahn gerät und das dann auch schnell im Gehirn ankommt und dort wird ein Hormon ausgeschüttet, Dopamin, das zeigt also Glücksgefühle, man fühlt sich besser. Deshalb ist Rauchen auch so gefährlich und wird als Einstiegsdroge auch genannt. Interessant. Die nächste Frage lautet, wie kann man die Sucht stoppen? Wie man die Sucht stoppen kann? Also es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Viele schaffen es auch aus eigener Haltung heraus, also die schaffen es alleine. Deshalb ist bei uns jetzt in der Beratungsstelle nicht so das Thema, dass da welche kommen und jetzt von Nikotinsucht da irgendwie Hilfe brauchen, sondern die schaffen das ganz alleine.
Alternativen finden, die Rituale brechen, wenn man jetzt zum Beispiel morgens unbedingt die Zigarette braucht, dass man da vielleicht sagt, naja, vielleicht hilft es mir auch erstmal zu frühstücken, spazieren zu gehen, einfach die gewohnten Umgebungen fernlassen, wo man die Zigarette gebraucht hat. Und ab wie vielen Zigaretten macht das süchtig bzw. abhängig? Das kann man nicht so genau sagen. Das kann auch sein, dass man schon von der zweiten Zigarette abhängig wird oder von der ersten oder erst von der zehnten Zigarette. Das kommt halt darauf, also ist auch unterschiedlich von Körper zu Körper. Deshalb kann man auch nicht sagen, dass jetzt Frauen schneller abhängig werden würden als Männer. Das ist genauso wie mit Alkohol oder anderen Drogen, dass das halt von Mensch zu Mensch unterschiedlich ist. Und die Suchtgefahr ist halt immer am schlimmsten. Also man kann halt nicht sagen, ab wann man jetzt abhängig wird. Okay. Warum haben Sie sich eigentlich für den Beruf entschieden? Ich habe mich quasi auf die Stelle beworben. Das war auch erst 2000, also vorletztes Jahr. Aufgrund der Straßensozialarbeit, das sind 2 halbe Stellen. Und die Prävention, da dachte ich erst, naja, vielleicht ist das nicht so meins, jetzt als Lehrer da vorne zu stehen. Aber es macht unheimlich viel Spaß, auch diese Mischung. Und die Straßensozialarbeit ist einfach genau meins, weil ich mit den Menschen zusammenarbeiten möchte, jetzt nicht irgendwo im Rathaus sitzen möchte und die Leute von oben herab angucken möchte und sagen, hey komm, du musst jetzt aber das und das machen, sind die Vorschriften, sondern ich möchte mit den Menschen zusammen Ziele und Werte ausarbeiten. Ja, okay. Kommen wir mal zu einer persönlichen Frage. Haben Sie schon mal geraucht oder rauchen Sie? Ich rauche nicht und habe auch noch nicht geraucht. Okay. Haben Sie in Ihrem Beruf eher Niederlagen oder Erfolge? Also jetzt in der Beratung jetzt direkt mache ich ja keine Beratung. Jetzt in der Straßenstube sagt das vielleicht schon ein bisschen sich selber. Niederlagen würde ich das jetzt nicht nennen. Die Menschen haben halt verschiedene Probleme. Die trinken halt viel, die nehmen viele Drogen. Es gibt natürlich auch welche, die da jetzt komplett wieder raus sind, aber die haben halt schon viel Negativität im Leben erlebt. Aber ich finde das Wort Niederlagen ein bisschen unfair den Gegenüber. Also die haben ja andere Werte und aber viel Positives ist da nicht, obwohl wir sagen würden, dass wenn jetzt einer von 100 Leuten das schaffen würde, in die Suchttherapie zu gehen, dann wäre das schon ein großer Erfolg für uns. Okay, beraten Sie mehr Männer oder eher Frauen? Also die Suchtprävention sind ja halt Schüler, das ist ja unterschiedlich, welche Schüler in den Klassen sind und in der Straßenstube sind tatsächlich mehr Männer. Das schließt ein bisschen darauf, dass die Männer halt sich wahrscheinlich auch eher dem stellen. Wir haben auch Frauen, aber es sind überwiegend Männer, die bei uns kommen. Was ist denn eigentlich der Durchschnitt des Alters von den Leuten, die Sie beraten? Genau, also in der Straßenstube, damit man das jetzt auch nochmal für die Zuschauer hat, ist halt eine Anlaufstelle, wo die Leute halt nicht nur Obdachlose, sondern Leute, die halt Probleme haben, herkommen können und auch Beratung bekommen können bei uns. Also, aber meistens trinken die da erstmal einen Kaffee, Tee. Es gibt kostenlos mittags, dienstags, donnerstags kostenlos Frühstück, so ein niederschwelliges Angebot für die. Und da sind, der Altersdurchschnitt ist 35 bis 40, würde ich sagen. Also es sind auch Ältere dabei, mal auch Jüngere, aber Durchschnitt so 35 bis 40 Jahre. Okay, und wie alt bzw. jung war der jüngste Patient, den Sie behandelt haben? Der bei uns jetzt reingekommen ist, der jüngste war so, bei uns ist es halt auch, dass wir kein Alter und alles so ausschreiben. Wir fragen jetzt nicht direkt, wie alt die sind, aber da würde ich schon sagen, der war Mitte, Ende 20. Also der war auch schon drogenabhängig und ja. Okay. Aber was raten Sie den Rauchern ab, um schneller aufzuhören? Den Rauchern schneller davon abzukommen, dass die halt, wie gesagt, auch wie am Anfang die Rituale aufbrechen, auch Leuten davon erzählen und nicht heimlich sagen, oh, ich versuche das jetzt heimlich, weil mir ist das peinlich, die Niederlage. Ja. Es ist tatsächlich besser auch für die Raucher, dann auch die Leute zu involvieren, die Eltern Bescheid zu sagen, die Freunde, Familie und sagen, komm, ich möchte das jetzt und dann Alternativen finden, vielleicht Sport machen, andere Dinge finden, die dann machen wollen. Aber welche Methoden gibt es genau, um die Sucht zu besiegen, also oder zu behandeln? Genaue Methoden, also es gibt ja unterschiedliche Dinge, womit auch die Apotheken oder so jetzt hantieren. Globulis gibt es ja auch, es gibt ja auch Nikotinpflaster, es gibt ja verschiedene Möglichkeiten. Das Einfachste oder das Beste ist aber einfach von sich aus selber auch die Motivation zu haben, zu sagen, naja, ich möchte das jetzt auch wirklich und sein Selbstgefühl und Selbstwert, das ist sein Selbstgefühl einfach auch zu stärken, sein Selbstbewusstsein und zu sagen, naja, ich stehe da jetzt voll hinter, ich möchte das jetzt auch und auch daran glauben, an sich selber glauben und die Motivation auf jeden Fall nicht verlieren. Okay. Das waren ja tolle und spannende Antworten. Ja, jetzt weiß ich schon viel mehr über die Sucht und wie ich sie besiegen könnte und wie ich auch vielleicht anderen weiterhelfen kann.
Danke, dass Sie hier sein konnten. Ja, sehr gerne. Danke für die Einladung. Danke an Frau Asmussen, die hier bei uns zu Gast sein konnte. Ja, danke schön. Gerne. Gut, dann. Dankeschön. Dann noch einen schönen Tag. Danke. Tschüss. Das war ein sehr spannendes Thema. Ja, sehe ich genauso. Jetzt wissen wir endlich mehr übers Rauchen. Ja. Jetzt reden wir mal über die wirtschaftlichen Aspekte. Ja, was kosten denn eigentlich Zigaretten? Eine Packung mit 20 Zigaretten kostet 7 Euro. Das ist ganz schön viel Geld. Und das alles nur wegen einer Sucht. Ja, das stimmt. Alles nur wegen einer Sucht, so viel Geld auszugeben. Ja. Aber die Exis haben viele Zigaretten verwendet, aber für einen sinnvollen Zweck. Ich habe gehört, das soll sehr spannend gewesen sein. Dann schalten wir doch direkt mal rüber. Clip on! Hallo, wir sind heute bei den Exis und sie zeigen uns, wie sich Rauch auf die Lunge auswirkt. Wie Laura schon richtig gesagt hat, stellt meine Gruppe euch ein Experiment vor, das euch zeigt, wie sich das Rauchen von Zigaretten auf eure Lunge auswirkt. Für dieses Experiment brauchen wir folgende Gegenstände. Wir brauchen für das Experiment einen Gasbrenner, Zigaretten, einen Erlenmeyer-Kolben, Watte und einen Dreifuß. Ein mit einer Zigaretten gefüllten Erlenmeyer-Kolben, dessen Öffnung mit Watte verstopft wurde, wird auf einen Dreifuß gestellt und mit einem Gasbrenner von unten erhitzt. Ich würde sagen, lass das Experiment beginnen. Erkennt man auf jeden Fall, wie die erste Zigarette wurde bereits verbrannt und hier sieht man, wie die Watte sich leicht braun gefärbt hat. Verbrennen wir doch einfach ein paar weitere Zigaretten. Hat sich die Watte dunkelbraun, fast schon schwarz gefärbt. Diese Menge an Zigaretten wirkt sich negativ auf die Lunge aus. Passivrauchen, also das Einatmen von Zigarettenrauch, wirkt sich auch negativ auf die Lunge aus. Die Frage ist hierbei, willst du es deiner Lunge wirklich antun? Anhand dieses Experiments erkennt man, wie viel von diesem Dreck sich eigentlich in der Lunge durch das Rauchen ansammelt. Also wenn du rauchst, solltest du lieber aufpassen und dir professionelle Hilfe suchen, um aufzuhören. Und wenn du überlegst anzufangen, lass es lieber, sonst endest du noch wie unsere Watte. Das hat die Gruppe aber toll dargestellt und jetzt zurück ins Studio. So, jetzt geht's mal um den medizinischen Bereich. Ja, dass Rauchen schädlich ist, weiß echt jeder, aber was sich in der Gesundheit verändert, ist glaube ich keinem bewusst. Ja, zum Beispiel ist das Rauchen einer der häufigsten Ursachen für Schlaganfälle, die Hirnschäden hervorrufen können. Das Rauchen verursacht auch Durchblutungsstörungen in den Extremitäten. Nene und Laura wissen, glaube ich, mehr darüber, also schalten wir rüber. Hallo, wir sind gerade im Franziskus-Hospital Flensburg. Und Max wird gleich ein Interview mit einer Lungenfachärztin durchführen. Viel Spaß! Guten Tag, wir sind Schüler der Siegfried-Lenz-Schule in Hannewitt und wir führen jetzt ein Interview mit der Lungenfachärztin Frau Dr. Kaspari. Guten Tag. Guten Tag, Max. Sind Sie bereit für meine erste Frage? Das bin ich. Haben Sie schon mal geraucht oder rauchen Sie noch? Ich habe in Studentenzeiten gelegentlich bei einer Party mal geraucht und habe das dann aber schnell wieder aufgehört. Was ist so schädlich am Rauchen? Am Rauchen ist es schädlich, dass dort viele giftige und krebserregende
Stoffe drin sind. Wie wirkt sich das Rauchen auf den menschlichen Körper aus? Das wirkt sich auf fast alle Organsysteme aus. Das, was man ja kennt, ist Lungenkrebs. Das ist das, was fast alle damit in Verbindung bringen. Aber es wirkt sich auch auf das Herz aus, auf die Gefäße, nämlich Gefäßverkalkungen. Die Haut wird schlechter. Das sieht man bei vielen Rauchern, dass die Haut früher altert und insgesamt mitgenommen aussieht. Die Augen können mitgenommen werden, das Hörvermögen kann abnehmen. Es sind also fast alle Organsysteme vom Rauchen betroffen. Okay, was ist Ihrer Meinung nach der gefährlichste Schadstoff in einer Zigarette? Im Wesentlichen sind es zwei Stoffe, die besonders schädlich sind. Also das eine ist der Hauptwirkstoff, das Nikotin. Das Nikotin ist eben der Suchtstoff in der Zigarette und führt dazu, dass der Raucher nicht aufhört zu rauchen, sondern immer weiter raucht. Und man vermutet, dass das Nikotin auch krebserregend ist. Und dann ist ein wesentlicher Giftstoff das Teer. Das legt sich auf die Lungen, auf die Lungenbläschen und führt dazu, dass die Atmung insgesamt erschwert wird und lässt sich dort auch so gut wie nicht mehr wegmachen. Wie lange dauert es denn, bis die ersten körperlichen Schäden auftreten? Das kann man so nicht sagen. Also man muss sagen, jede Zigarette, die geraucht wird, ist schädlich für den Körper, sodass unmittelbar Schäden auftreten. Zum Beispiel Durchblutungsstörungen oder eine Verengung der Bronchien. Das tritt unmittelbar beim oder nach dem Rauchen auf. Und dann ist es natürlich aber abhängig davon, wie viel Schäden auftreten, wie viel und wie lange jemand raucht. Bekommt denn jeder Raucher Krebs oder also wie lange dauert das denn, wenn jeder Raucher Krebs bekommt? Wie lange dauert das bis zum Krebs? Nicht jeder Raucher bekommt Krebs. Das kennt wahrscheinlich auch jeder, dass es Menschen gibt, die ganz viel rauchen und nicht Krebs bekommen. Die bekommen dann aber vermutlich eine andere Komplikation durch das Rauchen. Die Krebsentstehung ist natürlich nicht allein vom Rauchen abhängig, es ist aber der Hauptrisikofaktor. Es spielen aber viele andere Faktoren bei der Krebsentstehung auch eine Rolle. Wie viele Jahre stirbt durchschnittlich ein Raucher früher? Dazu gibt es Zahlen. Man sagt bei Männern, die mehr als 10 Zigaretten pro Tag rauchen, dass die Lebenszeit um im Durchschnitt circa 9,5 Jahre verkürzt ist. Bei Frauen sind es 7,5 Jahre. Und bei Menschen, die bis zu 10 Zigaretten pro Tag rauchen, ist die Lebenszeit im Durchschnitt um 5 Jahre reduziert. Ach du Schwede. Bekommen auch passive Raucherschäden oder nicht? Ja, Zahlen gibt es. Man sagt, dass ungefähr 110.000 Menschen in Deutschland am Rauchen oder den Folgen des Rauchens versterben. Und davon sind 3.300 ungefähr Passivraucher. Okay. Wie viele Patienten haben Sie, die auch rauchen? Da ja die meisten Lungenerkrankungen mit dem Rauchen in Verbindung stehen, ist das der überwiegende Anteil unserer Patienten, die entweder noch aktive Raucher sind oder geraucht haben, aber jetzt nicht mehr rauchen. Und ich denke, es sind so circa 80% unserer Patienten, die Raucher oder ehemalige Raucher sind. Wenn ein Raucher 5 Jahre viel geraucht hat, ist es möglich, dass der Körper den Teer in der Lunge wegbekommt? Ich sagte ja vorhin, dass das Teer sich eben ablagert in der Lunge und dass es da sehr schwer wieder weggeht. Man spricht so von 15 bis 20 Jahren, bis dieser Teerfilm sich möglicherweise reduziert in der Lunge, aber eine dauerhafte Schädigung bleibt bestehen. Was halten Sie denn von Shishas und E-Zigaretten? In Shishas ist häufig auch Nikotin mit enthalten in den Liquids oder Aerosolen, die dort verwendet werden, sodass das dann natürlich genauso schädigend und suchtfördernd ist wie die normale Zigarette und die anderen Stoffe, die dort drin sind. Da weiß man, dass auch etliche davon krebserregend sind. Ähnliches gilt für die E-Zigarette, wobei es bei den E-Zigaretten natürlich auch nikotinfreie Liquids gibt. Aber da ist auch noch nicht untersucht, was die anderen Stoffe, die dort vernebelt werden, möglicherweise an Krebserregung bringen bzw. sonstige Schädigungen verursachen. Dadurch, dass sie noch nicht so lange auf dem Markt sind, weiß man das noch nicht ausreichend. Was raten Sie denn den Rauchern zur Abgewöhnung? Erstmal muss der Raucher, wie bei allen anderen Suchterkrankungen, ganz klar gewillt sein, aufzuhören. Wenn er das selber nicht wirklich möchte,
dann wird es sehr schwierig aufzuhören. Und auch sonst ist das, der Rauchstopp schwierig. Wichtig ist, dass man Verhalten ändert, weil die Sucht hauptsächlich eine Gewohnheit ist, also gewisse Situationen, in denen man raucht, wo man sich andere Strategien zurechtlegen muss, wie man mit denen umgeht, zum Beispiel Stresssituationen, sodass häufig eine Verhaltenstherapie notwendig ist. Das kann man über Tabakentwöhnungsprogramme, entweder übers Internet oder gewisse Beratungsstellen oder auch Ärzte, die darin spezialisiert sind, machen. Und dann kann man sich, wenn es notwendig ist, möglicherweise zusätzlich helfen, indem man zu Beginn einer Rauchentwöhnung auch eine Nikotinersatztherapie durchführt, zum Beispiel Nikotinkaugummis. Okay, dann danke ich Ihnen sehr für das Interview. Und nach diesem spannenden Interview verabschieden wir uns aus dem Franziskushospital Flensburg und schalten zurück ins Studio. Ich meine, gehört zu haben, dass das Rauchen auch das Sexleben verschlechtert. Ich habe das auch schon mal gehört, wenn man raucht, dass man Erektionsstörungen bekommen kann. Deswegen sollte man lieber aufhören mit dem Rauchen. Ach, Julina, aber es gibt doch noch viel mehr Argumente, mit dem Rauchen aufzuhören. Und die schauen wir uns jetzt an. Schönen guten Tag. In unserer Reportage geht es um die Tipps zur Abgewöhnung des Rauchens, da viele Raucher versuchen, nicht mehr vom Nikotin abhängig zu sein. Jetzt gebe ich euch ein paar Tipps, wie ihr euch das Rauchen abgewöhnen könnt. Erster Tipp: Treiben Sie Sport. Sie wären sportlich aktiver, wenn Sie früher mit dem Rauchen aufgehört hätten. Rauchen schädigt die Sauerstoffzufuhr. Umgekehrt hilft Training beim Aufhören. Zweiter Tipp: Stress vermeiden. Während da Stress und Zeitdruck steht, greift tendenziell eher zur Zigarette. Legen Sie Ihren Anfang der Rauchkarriere nicht gerade in eine vorhersehbare, stressige Zeit. Vielen fällt der Abgang von den Kippen in beruflich ruhigeren Phasen leichter. Dritter Tipp: Weg mit allem, was ans Rauchen erinnert. Räumen Sie alle Rauchutensilien aus Ihrer Umgebung und Ihrem Sichtfeld. Vierter Tipp: Mit Entzugserscheinungen umgehen. Viele der Entzugserscheinungen beim Rauchstopp lassen schon nach wenigen Tagen nach. Situationen, in denen die Zigarette bisher aber wie selbstverständlich dazugehört hat, erfordert ein Umdenken und Durchhaltevermögen, um Entzugserscheinungen meisterhaft zu überlisten. Bewegung, Entspannung, Stressbewältigungstechnik und die richtige Unterstützung in kritischen Momenten mit sehr präsenten Entzugserscheinungen helfen dir auf Dauer, rauchfrei zu bleiben. Fünfter Tipp: Rauchfrei durch Hypnose. Bei der Rauchentwöhnung durch Hypnose soll der Klient in einem Zustand der Trance versetzt werden. Der Hypnotiseur probiert in der Trance Erfahrungen und Lebenssituationen hervorzurufen, in denen Rauchen kein Thema war. So soll das Gehirn offen für den Vorschlag sein, kein Verlangen nach Zigaretten mehr zu haben. Ganz automatisch und wie von selbst funktioniert das Aufhören aber auch durch Hypnose nicht. Es erfordert schon mehrere Sitzungen und einen starken Willen, mit dem Rauchen aufzuhören. Unsere 5 Tipps zur Abgewöhnung des Rauchens. Nun schalten wir zurück zu Julina und Franziska ins Studio. Schönen Tag noch. Wow, das sind echt gute Tipps. Das finde ich aber auch. Rauchen ist ein sehr spannendes und vielseitiges Thema. Da gebe ich dir recht. Wir haben uns Informationen bei einer richtigen Ärztin geholt. Ja, wir haben Experimente und Umfragen durchgeführt. Und über die Sucht des Rauchens wissen wir jetzt auch schon viel mehr. So, jetzt wissen wir mehr über das Thema und wir hoffen, Ihnen hat's gefallen. Aber fangen Sie bloß nicht an mit Rauchen. Sie haben in dem Experiment gesehen, was alles in Ihre Lunge gelangt. Das wollen Sie nicht in Ihrer Lunge haben. Das schadet der Gesundheit. Also fangen Sie bloß nicht an. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Gelbe Zähne, gelbe Finger, gelbe Nägel, gelbe Hände, gelbe Gardinen, gelbe Tapeten, gelbe Wände. Alles übertrieben, nicht Rauchergeschichten. Schon mal nachgedacht, warum sich Zahnweiß an Raucher richtet. Man riecht den Nachbarn im Erdgeschoss paffen. Schutz vor dem Qualm kann hier auch kein Türschloss schaffen. Überall durchdringt Rauch alles und jeden. Die Gefahr zwingt auch den Bund, den Arsch zu bewegen. Auf jeder Schachtel kann man's lesen. Rauchen kann tödlich sein. Sie verkaufen weiter, denn Steuern können nicht tödlich sein. Außerdem will der Staat ja keine Langzeitkranken. Das Gute ist, dass Raucher lange vorher abdanken. Zigarettenwerbung wird verboten, Kind darf nicht Raucher sein. Erst mit 18 die Lizenz zum Raucherbein. Hör auf dein Herz und
und hör auf deine beiden Lungen. Sonst hört dein Herz auf, der Krebs hat beide bezwungen. Rauch gefährdet deine Gesundheit, Digga, hör auf, damit du gesund bleibst. Rauch nicht schädlich und tut nicht Not, Digga, du bezahlst noch für deinen Tod. Herzlich willkommen zu unserer Show. Das heutige Thema ist das Rauchen. Mit dabei Julina. Hallo Franziska. Hallo. Und natürlich wieder im Außenrapport. Scheiße. Ich meine gehört zu haben, dass das Rauchen das Sexleben verschlechtert. Ich habe das auch schon mal gehört, wenn man raucht, kann man nicht. Hallo, wir sind Wow, das sind echt gute Tipps. Das finde ich auch. Rauchen ist ein sehr spannendes Thema. Ja, das habe ich diese Sendung auch erfahren. Also ich finde, das ist alles ein sehr komplexes Thema, aber es, wir haben es. Ein mit einer Zigaretten gefüllten Erlenmeyer-Kolben, dessen Öffnung mit Watte verstopft wurde, wird auf einen Treibnis gestellt und an den Gasbrenner von unten ersetzt. Ich würde sagen, das ist Experiment. Dass sie dir das nicht liest. Das hat die Gruppe aber Tröder gestellt. Jetzt zurück ins Studio.